Sitzen jetzt hier gerade in einem RS5 und das ist einer der letzten Modelle. Das ist, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, Facelift-Modell. Und der hat einen Sportauspuff schon ab Werk schon mit drin, mit einer Klappensteuerung. Und der Kunde hat sich halt gewünscht, dass wir das ein bisschen modifizieren, zum einen lauter machen und zum anderen ist es bei dem Fahrzeug so, dass die Klappe selbstständig auf und zu geht. So, der Kunde möchte das aber alles gar nicht mehr und jetzt haben wir einfach eine Schaltung eingebaut und können das jetzt, also wir sind jetzt in der Lage, dies alles selbst zu steuern. So, ich werde das jetzt gleich einfach mal vorführen. Zu und auf. So, und so werden wir jetzt einfach mal ganz kurz mal fahren. Man muss aber auch noch dazu sagen, er war vorher auch schon kraftvoll. Durch unsere Modifikation. Sagt man das so? Modifikation? So, egal. Ist auf jeden Fall ein bisschen lauter noch geworden, noch kraftvoller. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, jetzt ist die Klappe zu. Hört mal. Was macht mehr Bock? Ich frage euch jetzt mal. So, jetzt schauen wir uns das einfach mal ganz kurz von außen an, das Auto. Vorne ist ein Skateboardfahrer, ich möchte jetzt nicht erschrecken, wenn wir da an ihm vorbeifahren. Was ich noch sagen wollte, mit der Klappensteuerung, für viele Leute ist es ja viel, viel zu laut, aber wenn die Klappe zu ist, ist es wirklich erträglich, wirklich. Das, ich glaube, auf dem Video kommt es jetzt nicht so rüber, es ist aber wirklich so. Ja. Ist in Ordnung. Okay. Also. Normal. Ist in Ordnung, ne? Klappe. Und Action. Vorbei hier mit 30er-Zone, hast du nicht gesehen, mal durchgestrichen. Bitte sprechen Sie ein Kommando oder sagen Sie Hilfe. Hilfe, ist das geil! Interface. Diese Quelle ist leer. Alles klar. Komm einfach rum zu Chavica Design, dann ist die Welt in Ordnung. Okay? Leute, und weil es so schön jetzt war, noch einmal zum Genießen.